Lasset das Graveln beginnen. 100 Kilometer sollen es heute werden. Ich glaube, da will jemand was zum Fressen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es wären heute ein paar mehr als nur 100 Kilometer. Tja, ob sportliche Höchstleistung oder ausgedehnte Genusstour, das seht ihr jetzt im Video. Scheiße, werde ich vergessen, wie es ist, gegen den Wind zu fahren, denn das mache ich jetzt die ganze Zeit. Leute, es ist mal wieder soweit. Ich habe mal wieder Lust auf eine kleine sportliche Herausforderung. Und dies heute mit dem Gravelbike. 100 Kilometer sollen es heute werden. Diese Challenge gab es bereits mal mit dem Rennrad. Damals als Rennradanfängerin. Mittlerweile weiß ich auch, dass mit dem Rennrad 100 Kilometer tatsächlich ja, nicht so viel sind. Dennoch, für mich war es damals eine Challenge. Und heute machen wir das mit dem Gravelbike hier. Video mit den 100 Kilometern am Rennrad blende ich euch hier ein. Mit dem Gravelbike stelle ich mir das ganz anders vor heute. Vermutlich ein bisschen anstrengender auf eine gewisse Art und Weise, wenn man nicht nur auf Asphalt unterwegs ist, das Bike ein bisschen schwerer ist, breitere Reifen etc. Sportliche Höchstleistung oder ausgedehnte Genusstour, das seht ihr jetzt im Video. Lasst mich mal wissen, was ihr glaubt, was heute rauskommt. Ein großes Abenteuer oder einfach echt mal eine geile Tour. Ja. Leute, ich bin schon wieder so begeistert. Heute lasse ich mich von Komoot, unbezahlte Werbung, navigieren. Das letzte Mal war es ja schon zweimal ein richtiger Fail mit der Garmin, aber nur mit dem Gravel, das muss ich dazu sagen. Die Roadbike-Touren, die sind immer richtig, richtig nice. Aber schaut mal, wo ich bin, das ist so irre! Der geilste Radweg und ich glaube, ich bin heute nur, also zu 90% auf Radwegen unterwegs, was ich ziemlich feiere, weil egal ob Rennrad oder Gravel, bin jetzt nicht so der größte Fan von vielbefahrenen Straßen. Es ist so geil, aber lassen wir uns nicht trügen von diesem geilen Start, denn bis jetzt hat jede Route ziemlich geil begonnen und dann kam das große Abenteuer. Ja, bin mega stoked, Leute, wir haben das geilste Wetter, schaut euch das mal an. Und ja, es kann nur geil werden, jetzt noch die Motivation nach den ersten 6 Kilometern und dieser Spätsommermoment, bueno. Ich kann euch echt nicht sagen, wie happy mich das gerade macht. Vor allem, bis jetzt wäre das auch alles was fürs Rennrad gewesen. Lasset das Graveln beginnen. Ich muss halt doch auch ehrlich gestehen, dass mir das Graveln eigentlich ja, fast ein bisschen mehr als das Rennrad am Nacken geht und auf die Hände. Man hat halt doch so wie jetzt diese Mini-Steine, es ist eh relativ glatt, wie man sieht, und dennoch hat man diese Mini-Erschütterungen so wie jetzt. Und natürlich versucht das eh gut aufzufangen, aber vielleicht habt ihr da irgendwie Tipps für mich, wie ich das noch irgendwie verbessern kann, vermeiden kann sozusagen, dass das sehr auf den Nacken geht. Klar, Bike-Position, aber gibt es da so ein gutes Mittelmaß? Let me know. Gravel, aber feiner Gravel. Und ich muss euch sagen, am liebsten fahre ich eben so. Da tut mir am wenigsten der Nacken weh, weil ich eine normale Körperposition habe. Tja, und was fahre ich hier eigentlich? Wir haben hier das Radon Regard Gravel Bike mit Aluminiumrahmen. Ich fahre hier Rahmengröße 50, ausgestattet mit Conti-Reifen. Wir haben hier die Terra Speed, ja, Shimano Bremsen und ich bin heute schwer bepackt, denn ich habe Angst zu verdursten und zu verhungern auf dieser Tour. Demnach, was ich hier am Gravelbike habe, ist so eine Tasche unterm Sattel und dann habe ich mir die vor längerer Zeit mal zugelegt. Hier drinnen auf jeden Fall
Snacks noch dazu, hier Snacks und ja, auf jeden Fall viel zu trinken. Nachteil an dieser Tasche hier ist, dass man die zweite Flasche leider nicht montieren kann. Vielleicht habt ihr hier Tipps. Ich habe mir schon mal gedacht, okay, rein theoretisch könnte man die Tasche nach oben klappen, ist aber unpraktisch. Und was ich auch empfehlen kann, immer dabei habe, ist das hier. Man weiß nie, jetzt wird schon immer so früh dunkel, generell besser gesehen werden, ist immer gut. So sieht das aus. Kurze Pipi-Pause und weiter geht's. Lieben wir. Leute, ich komme aus dem Staunen gerade einfach nicht raus. Ich bin gerade so begeistert. Ich mache gerade die extreme Erfahrung mit Radwegen und wie gut das vernetzt ist und the fuck? Hier mal wieder die beste Ansicht von mir. Ein Zehntel unserer 100K-Reise haben wir mittlerweile auch schon erreicht. Leute, ich habe gesagt, der Bikini ist eingepackt. Und das wird heute fix passieren. Traumwetter, wir sind jetzt bei nicht ganz 30.000, schön wär's. Wir sind jetzt bei nicht ganz 30 Kilometern. Das heißt, ich glaube, das wäre eigentlich so ein guter Spot, da zu chillen und dann noch 30 Kilometer nach Hause zu haben. Aber jetzt bringen wir mal das weiter hier. Kein Bikini wäre ja kein Problem, gerade wie augenscheinlich mitbekommen, dass wir hier im FKK-Bereich sind. 3/10, boom. Aber ich muss ehrlich zugeben, was ich bis jetzt ein bisschen vermisse, ist, ja, bergauf zu treten, weil, ja, so verrückt wie das klingt, ich mag das mit dem Rennrad voll. Also Uphill und Höhenmeter machen, nice. Da spült sich schon wieder Szenen ab. Wir sind definitiv nicht mehr im FKK-Bereich. Aber mir kam gerade ein nackter, älterer Läufer entgegen. Also so richtig nackt. Mit Laufschuhen. What a day. Alter, wie geil ist es? Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Ich war hier noch nie in meinem Leben. Und ich wäre vermutlich auch nicht hergekommen. Ich sag's euch, das ist so geil da gerade. Ich gönne mir jetzt eine Power-Banane, um die Taschen hier leer zu machen, um endlich das ausziehen zu können. Es ist so warm. Es ist so warm. Leute, so schön es hier ist, am liebsten würde ich echt da bleiben. Es gibt Trillionen Bademöglichkeiten und null Leute hier. Aber ihr wisst, wir haben eine Mission. Oder ich. Auf jeden Fall brauche ich jetzt einmal einen Mülleimer. Eine Sache muss ich euch nämlich auch verraten, denn ich wollte diese Tour schon vor ein paar Tagen machen, war aber dann irgendwie zeitlich sau spät dran und dann war der ärgste Sturm. Und ihr wisst, im Sturm ist es nicht geil. Und wollte es dann am nächsten Tag machen und da hat es dann komplett geregnet. Demnach umso mehr Balsam für die Seele, dass das heute so geil ist. So Leute, und eins zeige ich euch noch. Essen oder regelmäßig irgendwas zu mir nehmen für Kalorien ist wichtig. Ihr wisst Bescheid. Peaches-YouTube, 10% Rabatt auf alles bei Y-Food. Ich liebe diesen Shake beim Radfahren generell. Ich trinke den jetzt einfach immer verteilt auf der ganzen Fahrt sozusagen und mein Hunger ist halt instant weg und das liegt nicht schwer im Magen und das ist halt das Allerwichtigste bei dem Ganzen, finde ich. Außerdem ist ja wieder ein bisschen Flüssigkeit. Und heute hier farblich abgestimmt zum Outfit. Und das meine ich hier. Man verdurstet hier definitiv nicht. Ich werde auch gleich jetzt noch was trinken und gleich wieder nachfüllen. Weil trinken ist sehr wichtig. Es ist sau heiß, Leute. Können wir bitte mal kurz innehalten und
festhalten, wie geil ich eigentlich bin. Schaut's mal. Ich habe hier drinnen eine Powerbank und lade hier tatsächlich gerade mein Handy. Denn ich habe schon damit gerechnet, dass der Handy-Akku teilweise filmen, Musik und Navigation auf so eine lange Zeit nicht mithalten wird. Und ja, Alter, das funktioniert pipi fein. Haben wir die Halbzeit erreicht, 50 Kilometer bzw. 51. Weiter 60 Kilometer, boom! Geht dahin! Ich habe nur das Gefühl, es wird heute easy. Ich bin heute so krass gehypt. Ich bin gerade wieder so dankbar, dass ich das jetzt gerade meine Arbeit nennen darf. Ich sitze sau viel im Office, also so ist es nicht. Aber ja, Leistung bringen heißt halt natürlich heute auch. Aber das ist, ja, das ist echt ein Erlebnis heute. Ein sehr, 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 sehr positives bis jetzt. Am meisten hatte ich ja mal wieder Schiss eigentlich vom Nacken und dass der Hintern wehtut. Ist eigentlich voll okay. Nur langsam spüre ich so ziehen in der Beuge, in der Hüfte sozusagen. Und also hier, ich glaube, ich muss dann mal dehnen, wenn ich schwimmen gehe. Leute, wie geil ist es? Das ist für mich bestimmt, oder? Niemand da. Okay, doch kleine Planänderung, ich fahre jetzt weiter. Denn erstens bin ich im FKK-Bereich, wo ich zuerst dachte, fuck it, ist mir egal. Aber jetzt kam gerade noch jemand und ja, ich muss mich noch umziehen. Das ist ein bisschen blöd für Filmen. Okay Leute, ich habe es wieder geschafft, ein paar extra Kilometer zu fahren, glaube ich. Denn wir sind jetzt bei 76 Kilometern und es ist noch ein bisschen nach Hause auf der Suche nach dem perfekten Badespot. So Leute, ich sag's euch, alles besser wie nix. Ich habe mir heute vorgenommen, schwimmen zu gehen und das werde ich jetzt auch machen. Schön wäre noch Sonne, aber man kann nicht alles haben. Helmfrisur sitzt auf jeden Fall und ich beeile mich jetzt, bevor ich noch jemand kommt. Das ist so herrlich gerade. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, das wären heute ein paar mehr als nur 100 Kilometer. Mal schauen, wie viel es im Endeffekt sein werden. Da will jemand was zum Fressen. Ich muss ja zugeben, keine guten Erfahrungen mit Schwänen zu haben. Ich glaube, die mögen keine Hunde. Aber der kam jetzt unerwartet. Ich kann euch nicht sagen, wie geil das da gerade ist. Keine Sau hier. Obwohl es 3 Anläufe gebraucht hat, bis ich jetzt meinen eigenen Spot hatte. Ich schwöre, ich fahre hin, es ist niemand da. Fahre mein Rad hier hin. Plötzlich, alter Mann, will sich dazulegen. Nächstes Mal, 15 Minuten später, 1:1 das gleiche. Und das am FKK. Naja. Habe ich schon mal erwähnt, dass es herrlich ist. Es ist so herrlich. Vor allem dadurch, dass die Sonne jetzt dann noch rauskommt. So Leute, on we go. Endspurt. Ich glaube, ich habe jetzt noch so circa 30 Kilometer vor mir. Ist ja mittlerweile Pipifax, oder? Let's do this. Also, Sturm ist jetzt da. 1,5 Stunden noch. Scheiße, werde ich vergessen, wie es ist, gegen den Wind zu fahren, denn das mache ich jetzt die ganze Zeit. Aber
Immerhin erst jetzt. Holy moly! Alter, nicht normal gerade. Komm mal vor, als würde ich stehen. Nicht geil. Jawohl, Leute, 90 Kilometer. Ich sag's euch, nur Kopfwind. Lieben wir, ha? Aber wie schön ist es da schon wieder? Bock's nicht. Es ist echt grad nicht ohne. Ich muss pedalieren. Die 100 haben wir mal erreicht und jetzt ist noch so eine halbe Stunde wirklich bis nach Hause und ich fühle mich gut. Mein Hintern, der ist mittlerweile echt einiges gewohnt. Um und auf natürlich ein guter Sattel, schwöre ich drauf. Wenn es nach mir ginge, könnte ich jetzt noch weiterfahren. Na, ich freue mich jetzt schon auf zu Hause, aber ich bin nicht so ultra tot, wie ich das letzte Mal war. Das Training macht sich bezahlt. Und ich kann es nur immer wieder betonen, Leute, geht einfach raus, macht was, überwindet euren Schweinehund und im Nachhinein werdet ihr immer happy drüber sein. Denn ganz unter uns, ich musste mir schon so ein, zwei Arschtritte geben für diese Tour, beziehungsweise habe halt lange herum überlegt, was wohl das Beste ist, ob ich das alleine machen will. Beste Entscheidung ever. Bin gerade auf den letzten 100 Metern, dann bin ich zu Hause und es fängt gerade an zu regnen. Wie viel Glück kann man haben? Okidok. Laut Komoot sind es 138 Kilometer. Aber laut meiner Uhr her sind es 108. Jetzt bin ich mir irgendwie unsicher. Ich habe ja auch im Video erwähnt, ich habe mal vergessen, die Uhr zu starten. Auf jeden Fall habe ich einiges verbrannt und zwar 2316 Kalorien. Die bestätigen meinen Hunger. In diesem Sinne, Leute, ich würde sagen, Mahlzeit. Und das war heute auf jeden Fall eine ausgedehnte Genusstour.